Grüße. Kurz vorab, wir haben jetzt 4:06 morgens. Ich habe jetzt hier noch Last Minute ausgefühlt 20 Stunden Videomaterial, das Zeug hier zusammengeschnitten. Vorab, ich bin hier kein Movie Maker oder sonst was. Erwartet ich hier jetzt kein feinstes, ne? Vom Allerfeinsten. Das ist halt wieder ein kurzer Zusammenschnitt, einfach nur um das Ganze jetzt endgültig abzuschließen. Da im Nachhinein viel Gebiet wurde bezüglich, ne, drei Parteien gegen SPD, bla bla bla. Guckt euch an, wir haben versucht, dass nie irgendwie die Parteien zusammen agieren. Jeder hatte seinen eigenen Part in der ganzen Story, um die Leute abzulenken, etc. Ja, ansonsten, ja, gibt's nicht weiter zu sagen. Viel Spaß und bye bye. Sangre po Sangre. Sangre po Sangre, si. Was gestinkt. Aber Sangre po Sangre gibt es ja verschiedene Stufen, deswegen. Also, ich sag mal so. Ich glaube, wir sind auf der Mauer. Die Frage ist, aber das müsste ich mit den anderen klären. Von mir aus. Falls ihr da irgendwelche befreundeten Mexikaner habt, die als Schlepper fungieren, schnall die Alte auf irgendein Schlauchboot und schickt die rüber nach Cayo. Und da kann sie sich durch den Dschungel boxen. Ich glaube, auf dem Schlauchboot werden am Ende des Tages andere sitzen, aber das ist ein anderes Thema. Si, si, okay. Okay. Ich weiß aber nicht, ob die Jungs von mir dann mir da zustimmen. Also. Okay, und wann weißt du das? Weiß ich nicht, Uwe redet nie, von daher wahrscheinlich nie, deswegen. Ja, was ist denn mit Jaden eigentlich? Keine Ahnung, was mit dem ist. Was hat Wertheimer denn dazu gesagt? Noch gar nichts, er steht ja nicht hier. Wir werden euch sehr verbunden, wenn die Dame atmet. Selbstständig. Wenn wir sie sehen. Ich kann auf ihre, wie sagt man, eine Maschine anschließen. Ich kann sie halb töten und Maschine übernimmt das Atmen. Sie, du musst ein bisschen klarer definieren. Ich möchte dir deine Aufgaben nicht vormachen. Du bist nicht lang genug im Geschäft, ne? Du weißt nicht. Ich weiß, wie das geht. Ich habe verstanden. Und sie, keine Probleme. Sie sollte schon noch mitbekommen, was wir von ihr denn wollen. Sie. Wenn sie vor uns steht. Keine Probleme. Sie, ich muss gestehen, diese Deal ist mir jetzt auch ein bisschen scheißegal, weil. Ich musste mich klein machen vor Justiz und Polizei, jetzt kann ich mich wieder groß machen. Das ist das, was mein Charakter sonst widerstreben wird. Ihr wisst, was ich meine. Sie. Deswegen ist gut. Ich bin dabei. Wir werden uns sehr dankbar zeigen. Sie braucht ihr nicht. Ja. Brauchen die sich nicht eben, sich im PD zu besprechen? Fehlt noch irgendein Auto oder können wir anfangen? Andele, Sie loslegen. Okay, also. Wir haben vorgestern den PD-Funk gehabt und Wertheimer hat da eine schöne Nachricht durchgebellt. Jetzt glauben die natürlich, dass wir jemanden vom PD haben. Was glaubst du aber, was die für ein Gesicht machen, wenn du da auf einmal durchfunkst? Mit einem kleinen Hinweis, dass du wegen uns da durchfunkst oder wegen Hansi. Okay, sie. Einfach nur, um deren Kopf einzudringen, weißt du, was ich meine? Sie, sag mir, was ich sagen soll. Was ist dein Vorschlag? Ja. Ob man vielleicht irgendwie so anfängt, dass man sich bei einem Deputy bedankt, der jetzt nicht genannt werden möchte, für den Funk. Irgendwie sowas vielleicht? Ich würde ein bisschen höher anfangen, was die Stelle angeht, weil dann bringt es noch mehr Unsicherheit rein. Danke an den Sheriff. Ja, da gibt's aber nur einen halt, ne? Willst du Harlem verkaufen? Es gibt zwei. Ich würde Deputy sagen, weil dann wird keiner werden. Si. Deputy. Du sagst danke O'Malley für den Funk, ein bisschen fitner zu machen. Genau, dann kann ich weiß ehrlich gesagt selber, ich müsste selbst auch improvisieren. Bau da irgendwie Hansi mit ein, dass die Bela ein doppeltes Spiel spielt und dass die Bela, ja, keine Ahnung, rausgebracht werden soll. Si. Gib mir die Funk. Uwe? 7, 1, 4, 1, 1, 0. Ah, nimm Text rein. Okay, Leute. Ja, check. Kurz reinhauen, ob das auch. Ja, ich hab da gerade schon jemanden Funken gehört. Also nochmal sagen bitte, ich hab. Okay, 71, es geht los. 41, 10. Okay, es geht los, Leute. Nachbereitbehandlung, Verhandlung, soweit Kurt.
4, keine Feststellung. Sind wieder auf Code 1. Signores, ich habe euch allen gesagt, haltet euch aus meinem Distrikt fern, sieh. Und eine große Fehler, ihr müsst auf eure Deputy rein aufpassen. Manche sind zu, wie sagt man, sporadisch mit den Informationen, geben zu viel raus. Das ist nicht gut, ich sage es euch, ist nicht gut. Passt auf, was ihr tut. Und Signora Bellar, ich habe ein Problem, es tut mir wirklich leid. Sieh, war das gut? Du hast was offensichtlich davon. Habe ich meinen Namen gesagt? Hier ist nicht. Wer ist dieser Typ? Ich bin das nicht. Ich bin Alvaro Hernandinho. Mr. Hernandinho, was erwartet sich davon? Du ahnst es nicht. Sie. Alter, du packst es nicht. Vielleicht noch was mit Hansi? Sie. Rest in peace for Hansi. Sie. Sangre. Sie. Ja, er ist ein Pieper. Sangre kann ich nicht sagen. Einheit auf die neuen Funkreisbecken. Ist okay, Leute. Sie gut. Sind aufgeschaut. Damit wird es bei den MPD weitergehen. Die Leute misstrauen sich mittlerweile eh schon genug. Kurz, ich weiß nicht, wo sind die Officer? Siehst du die noch? Nee, die sind reingegangen, glaube ich. Okay, dann machen wir Lärm. Warte, pass auf. Wir schießen einfach nur 10 Schuss, okay? Dann fahren wir eine Kreuzung vor, setzen beide die Batterien und hauen ab, okay? Okay. Ihr wisst, dass er Mission Rover nicht mehr gemacht hat. Go am MD. So, jetzt hier, stehen wir. Freunde? Hast schon mal ein Stück weiter? Wir haben die Kopf am Mission drauf. Ja. Aber unsere Jungs haben gerade richtig für die wahrscheinlich abtransportiert. 3 Einheiten hinter uns, Brücke Mission, Bro. Pack bitte rum, wir fahren jetzt Richtung Würfelpack. Geschossen. Seht ihr das? Ja, wir haben abgelenkt. Sie. Okay, sie, wir machen, los, wir legen alle, los. Jetzt ins PD gehen, wir legen jetzt los, let's go. Wir sind auf dem Weg. Aktion startet in 20 Sekunden. Ich werde nicht reden, du wirst reden, wenn irgendjemand auf uns zukommt, sie. Unser Auto, los, hier parken und los dann. Los, komm. Jetzt müssen wir Dalli machen. Wir warten noch kurz auf die hier vorne. Gehen wir rein. Jetzt ja, anhalten, check. Masken auf und los. Ich bin Schumacher, wo ist er? Er ist ein Schumacher, spiel die, er ist nicht mehr Schumacher. Die Decke sah mich aus, ich frag über alles. Frei? Ja, die mussten mich gehen lassen. Aber die AK ist weg, die Pistole ist weg. Bruder, wir holen dich ab, wir bringen dir eine neue Waffe. Los, los, los. Warte. Mission Row wurde abgebrochen, unser Mann ist nicht da drinnen gewesen. Er wurde freigelassen. Sollen wir es irgendwo knallen lassen? Kurz hier im gemeinsamen Funk, die haben Wallace freigelassen, wahrscheinlich damit die alle auf euch jetzt reagieren können. Wir holen den ab, dann... Die haben ein Auto von uns. Wir überlegen da gleich... Wir machen bei Mission Row Lärm, sie, wir machen bei Mission Row Lärm. Wir machen bei Mission Row Lärm. Okay, Andele. Willst du hier Lärm machen? No, was no. Willst du machen? Sie, sag sie. Mir deinen Plan, du machst gerade den Plan. Andale, dann schieß, aussteigen, sie, alle aussteigen und einmal Salven ballern, sie. Gau am MD. Los, einsteigen, wegfahren. Danke, jetzt go, jetzt schnell einsteigen, schnell. Wenn ich schnell mache, mach ich schnell. Richtig schnell. Andele. Sieh, wir haben die Cops am Mission Row auf uns aufmerksam gemacht. Die Jungs haben gerade Richtung PD wahrscheinlich abtransportiert. Vorne rausgelaufen. Die sind andere Seite raus. Das Ding ist, wenn wir da drin sind, wir kommen nie wieder raus. Kann ich jetzt rein, ne? Kommt an die Hintertür, wir haben Kütt. Aber Orten steht hier noch. Cops kommen. Abziehen. Klaut den Kampfwagen, und haut ab. Viele Scheißen. Auf dem Weg, wir versuchen abzulenken, Ablenkung zu machen. Wir haben unsere Jungs raus, wir sind wieder an der Tour. Super, perfekt.
Clean ist allgemein, ich hab Bett auf Höhe, Klatschi Hotel. Klatschi. Wir sind jetzt am Mission Road. Sollen wir anfangen? Also wir haben immer noch die 5 Streifen, die wir am Verfolgen sind. Ich weiß nicht, was um Gericht ist. Schieben wir haben 6 Streifen hinter uns mittlerweile. Mara, bitte einmal durchsagen, was ist los bei euch? Mission, wir haben Davis PD hochgenommen. Wir holen unsere Jungs raus. Sie, okay, andere. Okay, Davis PD, dann haben die da Probleme. Dann geht ihr Mission. Andale. Ja, wir werden langsamer mal. Nur eine Einheit bleibt bei uns. Ja, offiziell. Du bist da immer aussteigen. Und dann nach oben aussteigen. Na gut, dann nicht. Okay, die... Komplett. Davis auch, kann sein, dass die auch Richtung Davis fahren. Die in Davis haben nicht gekommen. Raus aus der Karre. Hände hoch. Sie wurden hier gerammt, wir brauchen euch. Raus aus der Karre und Hände hoch. Funk dem Officer durch, dass die abziehen, die anderen. Oder du hast ein Problem. Beißt der Hund? Der beißt? Soll am besten nicht beißen. Ruhig, Hund, Leute. Klappern und haut ab. Steigt ein, du bist doch. Ihr sollt abdrehen. Der ist aus. Mach den Wagen an. Letzte Chance, hier wegzufahren. Letzte Chance für dich, hier wegzufahren. Ich warne dich. Ambi, die Jungs ganz voll. Die mit dem Unfall. Wir haben Stand-off für Klatschi Hotel. Für Klatschi Hotel haben wir Stand-off. Komm da hin. Ey, komm da oben zurück, komm bitte rüber. Der Faust, der ist auch im Faust, der wird auch kommen. Du steckst ein, du fährst ihn dann, oder? Nein, ich stecke nein. Okay, dann. Lass mich hier. Nein, der Hund ist drin. Uwe, die Karre ist zu. Wir müssen jetzt die Karre raus. Da. Okay, was soll ich jetzt machen? Bleib hier, Jung. Zieht euch zurück oder wir öffnen das Feuer. Zieh dich zurück oder wir öffnen das Feuer. Weg, Jung. Verkaufst du uns? 6, 3, 4, 5, 6. Jungs, sind die gefickt. Süden. Und dann hier überraschen. Parkplatz oben auf dem Parkplatz 6. Wir können hier rechts hoch. Hier die Treppe. Oh. Hot Fire. Wir müssen uns eine gute Pose suchen. Ein Tank am Boden, Die anderen beiden Tanker sind Richtung Süden weggelaufen. Kappa. Laufen nach links. Laufen nach links. Und Maddie Jackson. Ja, Maddie Nolan. Auf dein Kart. Ich hab 2 Suspects down auf dem Karakara auf dem Intercity Highway. Das ist Weltuntergang hier.
Rechte Tür. Ey, ich schau nur da rein. Ey Jungs, kurze Info, der 6x6 ist wieder am Gericht am rumfahren, ne? Es könnte knapp werden. Wir drängen alles ab, was mit dem Auto was kommt, und versuchen die hier wegzuziehen, damit die nicht auf der Schiene. Ja, aussteigen, steig aus der scheiß Karre aus. Beide aussteigen aus der Karre. Weiter aufhauen. Beide aussteigen. Hände nach oben. Scheiß Flossen noch, kommt mit, hier drüben an die Wand unter die Brücke. Wer seid ihr? Ich bin Wolzig. Alles klar, bei der Gericht. Ihr seid doch arbeitet im Gericht, oder? Wir rennen da jetzt. Ich. Jo. Ich nicht. Wir haben einen vom Gericht, Jungs. So, komm mit. Dann bring dir mal mit der Adoptivsohn von Bela. Bring dir rein, ey. Hier, zur Tür, zur Hintertür. Hier drin, draußen ist zu offensichtlich. Bring den rein, Tür ist offen. Da ist ein Gerichtsmitarbeiter. Jo, juckt einen Toten, rein mit dir. Einer muss bei den. Gut, die können euch die Tür ja aufmachen, dann müsst ihr ja nicht mal mehr aufbrechen. Wir stehen unten an der Ecke zur Handelskammer, dass wir sehen, wenn die Cops kommen. Guck mal, den Typ hält, ob der Schlüssel hat für die Türen hier. Hast du Schlüssel für die Türen? Da müsstest du wissen, Bobby, aber. Ey, von euch beiden arbeitet doch einer hier. Ihr habt doch die Schlüssel, oder? Positiv. Okay, dann kommst du mit. Und immer. Ciao, weiter geht's. Wohin? Einmal nach oben. Der redet nicht so laut. Bleibt weiter bei ihm, alle ganz ruhig, ganz. Bleib stehen. Einer wartet mit dem hier. Jetzt kommt noch nichts. Ihr habt noch Zeit im Gericht. Ihr haltet beide die Fresse. Und sehen rein. Geht rein. Oh, das hören wir schon nicht. Geht rein. Hier drin, links oder rechts? Ich kann sie nicht sagen. Gericht, komm, durch. Der eine hier hat Flixbus genommen. Geh rein. Ja, wir sind im Gericht. Ist die da drin, die Alte? Einer, schnell hier rein. Oder wir versuchen. So, rein. Komm her, wir sind offen. Halt die Tür zu. Da sind welche drin, 100%. Raus da, mitkommen, Bela, mitkommen. Auflegen. Mitkommen. An die Wand, beide. Mitkommen, Bela. Alle mitkommen. An die Wand. Und mitkommen. Der Rest an die Wand hier. Rest an die Wand. Bela, du kommst perfekt, mit mir. Okay, wir geben euch weg. Wir haben sie. Alle an die Wand hier, alle an die Wand. So. Nimmt den die hier rechts, an die Tablet, Funkgerät, alles. Aber ein bisschen flott. Du kommst mit mir hier. Ja, mit Jackpot. Boston oder ein Handy hinten. Ey, Chapo? Hast du eine Pistole oder so? Der ist. Der kann gerade nicht. Der ist nicht im Funk. Nehmt so viele Geiseln wie möglich mit. Meinetwegen packt die bei uns in die Karre rein. Okay. Ihr habt's gehört, Jungs. Ey, wir nehmen alle mit. Die auch Geiseln und die GTL alle, alle mit. Okay, alle mit, Jungs. Kommt vor Gericht, wir geben die euch. Kommt vor Gericht. Nee, Hintergericht. Hintergericht. Hinters Gericht. Tablets hab ich auch. Was mit dir da drin? Nur ein Platz. Wir nehmen alle mit. So, was auch immer, Mann, hast du da dein Dings in der Box, das schubst das eine Kugel im Kopf. Haben wir es verstanden? Die Kurume. Nimm die ein. Bella darf mich nicht sehen. Wollen die an andere. Zieh dir was ab. Let's go. Rechts, die eine bei, der Mara, eine bei dem Mara einsteigen, bleiben und einer kommt zu uns. Wir nehmen die Bella, ihr nehmt jemand anderes. Sieh, okay. Los, bringt ihn hier rein. Wir haben locker 5 Leute vom Gericht. Nur einen, oder? Nur einen. Die einen, den anderen Mitarbeiter bei uns in die Kuruma reinschicken, sieh. Wo ist der? Mann, ein Stück schneller hier, oder? Zwischen die Beine in die Hand. Warte. Ja, mal, wenn du meinen Namen jetzt neben dem Typen gesagt hast, dann fick ich dich. Ey, seid ihr da? Ja, bringt ihn hier raus. Wir haben aber nur einen Platz in den Kuchen. Ja, jo, komm raus. Wer bist du, Blondie? Wollt ihr die Bela oder ein Random? Den Mitarbeiter zu uns in den Kuruman, den ersten. Den okay, irgendeinen Random raus. Irgendein Random von der Justiz.
Ja, dann nehmt ihr mich mit, der eine darf ich arbeiten, der andere sind da Ausbilder, dann nehmt ihr mich mit. Ja, okay. Dann. Wenn ihr noch Platz habt, ja, raus mit dir. Mit, drei haben. Auf geht's, raus mit dir. Nicht du, Bella, aber du kannst auch mitkommen, ja. Der eine. Ja, ich geh mit. Komm, Jungs, ihr bleibt hier. Warte mal, stopp. Wer ist der Ranghöchste jetzt von euch? Ja, ich, deswegen sag ich, ich geh mit. Ja, komm mit. Ja, top. Stopp. In Kuruma kommt nicht die Bella, da kommt der Random. So, einmal Steppjacke-Typ vor dir in Kuruma. Ja, klar. Du rein. Müssen wir Gebrauch unserer Handfeuerwaffe oder meines Klappmessers hier machen? So, was bekommt die Dame denn? Handy oder Funkgerät? Telefon. Schau mal hier das Telefon. Zombie-Mask, schau mal hier mit aufs Telefon, dass die keinen anderen anruft. Kein Problem. Also Oma Lea. Ja, Oma Lea. Sie haben gesagt, Sie müssten Oma Lea dann wahrscheinlich anrufen. Ja gut, man nimmt die Höchststelle, die man erreichen kann. Bei ihm weiß ich, dass er da ist. So. Nicht verfügbar. O'Malley? Mein Handy. Setzt du dein Handy aus? Nee. Mein Handy sagt, anruflich durchstellbar, nicht verfügbar. Okay, habt ihr mit dem PD einen Funk? Weil es ja kein Geheimnis, dass sie unter Polizei stehen. Sie probieren es nochmal, Frau Bella. Sie werden jetzt sofort O'Malley kontaktieren. Sofort. Sie probieren ihn nochmal anzurufen. Tue O'Malley, ich? Die richtige Nummer von O'Malley. Die Nummer, mit der ich mit O'Malley vor 20 Minuten telefoniert habe. Und ich sage Ihnen, was für eine Nummer das ist. Sie endet mit 576. Haben Sie diese Nummer? Und verarschen Sie mich nicht. Ja, da rufen 1, Sie 9, 5, 6, 7, ja, was soll ich denn machen? Probieren Sie es nochmal. Hab ich. Mhm. Immer noch nicht durchstellbar? Nein. Okay, dann warte kurz. Ich organisiere kurz was. Okay. Ey, du meintest irgendwie, wir haben den Funk von den Cops? Ja, haben wir. Ich weiß nicht, ob der noch aktuell ist. 3065. Warte. Ja? 11 noch am Ende. 306511. Das war der vorhin. Ob der jetzt noch aktuell ist, Bruder, ich weiß es nicht. Ich check mal, warte. Sofort bei Ihnen melden. Ich rufe sofort an. Ja, sie sagen jetzt sofort, soll sich O'Malley bei Ihnen melden, sonst wird Ihnen wehgetan. Und ich mache keinen Spaß. Ganz schnell pinkeln, Jungs. O'Malley soll anrufen. Jetzt sofort, sonst wird mir wehgetan. Warum? Ich verstehe das nicht. Sie haben doch alle Zeit der Welt hier. Na, lass das mal ein bisschen dramatischer. Nee. Rufen Sie mal nochmal an und sagen jetzt sofort. Ja, sie sagen jetzt. Nochmal, O'Malley anrufen. Er soll sich bei Ihnen melden. Nicht anrufen? Ja, er muss anrufen. Kurze Information, damit ich Dille nicht anrufen muss und Hernandez es auch hört. Ja, Leitstellenfunk von denen, den ich Stille gerade gegeben habe, ist noch aktiv. Die funken nur nicht, weil die gerade die ganzen verletzten Leute von der Straße holen. Das heißt, die werden dort gleich aktiv drin funken. Ich werde Hernandez kurz den Funk geben. Und dann gib ihn mir auch nochmal bitte, ich habe gelöscht. Ja, sofort. Mach ich gleich. Ich gehe kurz zu Hernandez ins Auto. Bin ehrlich, ich habe ein bisschen Brand hier in der App, ne? Bisschen toastig bin ich. Hopp, Alter, Fight Club. Wee. Yeah, boy. E thick. Boy. Boy. Was kann ich mit diesem machen? Okay, rufen Sie mich dann an unter dieser Nummer wieder? Okay. Und ich sag's Ihnen nochmal, ich bin Shorty, OG der Serpents. Verarschen Sie mich nicht. Ich will dem Wagner und der Bella nichts tun. Super. Warum ist der Dubois so, Frau Bella? Ich kann mich nicht leiden, ich weiß es nicht. Aber dann seht ihr doch schon, was ich alles richtig mache, wenn ich keiner der beiden Seiten leiten kann. Der Typ ist Code 7099. Weil sie keiner der beiden Seiten leiden oder leiten kann? Leiden. Also wir haben nichts gegen sie, bin ich ehrlich. Ich habe ihnen eben, ja, ich habe sie eben schon gesagt, das ist nichts, hat persönlich nichts mit ihnen zu tun, das ist all about the business. Sie müssen verstehen, ich lebe auf der Straße und ich muss diese ganzen Mäuler stopfen, die sie hier sehen, wa? Und
Die besten Jobs kriegen wir so, natürlich auch nicht, weil sie wissen wahrscheinlich, was in unserer Akte steht, ne? Dass wir damit keinen guten Job kriegen, das können sie sich, glaube ich, auch denken. Schnell durchziehen, dass wir also MMD wir die Sache schnell auf die Bühne bringen und dass wir zeitnah wieder Normalzustand herstellen. Wir haben keinerlei frei verfügbaren Einheiten. Schaut dennoch, dass ihr die Arbeiten, die ihr jetzt gerade habt, sauber und gewissenhaft zu Ende bringt. War kein Fall, Junge. Und Guten Abend, Christoph Wagner in der ominösen Funkfrequenz. Ja, ich soll Ihnen ausrichten, dass die Forderungen innerhalb von 10 Minuten erfüllt werden sollen. Ansonsten werden die Drohungen wahrgemacht. Christoph Wagner am ominösen Funk, Ende. Die Idioten jetzt an. Ja, von 10 Minuten, keine Ahnung. Du kannst sagen, wir machen, kurz dran. Wir machen jetzt ein Mindgame. Du kannst sagen, wir werden voneinander hören und dann wird die Mindfuck-Karte ausgepackt. Immerhin gut vorbereitet. Trau mir. Kriegst du das hin? Wir sind auch keine Polizisten. Hallo? Leg auf, du kannst auflegen. Ja, ich höre sie. Jetzt. Mal schauen, ob ich noch dazu komme, das irgendwann zu hinterfragen. Im Dispatchfunk, eine dritte Einheit noch für das LSMD zur Absicherung. Ich will mindestens 6 Officer da haben. Joppo? Ja, für jeden noch ziemlich viel. Ja. Ey, bevor du funkst, ganz wichtig, und bevor sie funkt. Du wirst erst drohen, erst wenn wir Wagner umbringen und dann werden wir Bela umbringen, wenn die sich mit uns auseinandersetzen. Okay? Okay, also ich lasse die durchfunken so quasi. Ja, genau. Und Verhandlungen eingehen. Dann genau, werden wir einen Funkwechsel machen. Und dann, ja, genau. Wenn die direkt einen Funkwechsel machen, kriege ich den neuen Funk. Und dann werdest du sagen, okay, wir werden jetzt Wagner und Bela umbringen, wenn ihr euch nicht sofort mit uns auseinandersetzt. Ganz einfach. Ja, check. Dann mach mal okay, alles klar. Perfekt, gut. Ja, 10-4. Nachfolgend Echo Sierra 10-10 LSMD. Hörst du mich? Jo. Soll ich was sagen die? Ich hab nichts verstanden. Aber was hat er gesagt? Er hat gesagt, er kriegt's hin, dass die jetzt zu ihm gebracht werden und dann lässt er alle gehen. Wir wollten nämlich einen Mindfuck. Warte mal, der K9 auf den Schiff aufgelegt. Ja, sag. Wer Nickwick hat so gedacht? Wir geben dein Funkgerät. Die funkt in den Leitstellenfunk, dass den Forderungen unsererseits nachgegangen werden soll. Und dann hört sie auf zu funken. Dann werden die Cops einen Leitstellenfunkwechsel machen. Die Funknummer bekomme ich dann auch instant. Und dann funke ich in den Funk rein, dass kein Funkwechsel der Welt denen helfen wird, gegen uns vorzugehen und dass das PD Lücken hat. Was meinst du, wie die ineinander zerfliegen? Die werden ineinander komplett down gehen. Okay, komm, das soll die jetzt funken. Danach rufe ich den an und sage so und so. Bin gesprochen? Ich dachte eigentlich, dass wir zumindest auf der Ebene sind, dass wir jetzt noch miteinander kommunizieren können, aber... Leila, wir sind jetzt bei du einfach, ne? Ja. Bekommst du ein Funkgerät? Ich gebe dir eine Funknummer. Okay. Hast du das Funkgerät? Hast du das Funkgerät in der Hand? Ja. Dann gebe ich dir jetzt eine Funknummer. Bist du bereit? Bin ich. 3-0. Bevor du funkst, stopp, Lilla, ne? Ja. Du schreibst dir nur die Daten noch. Ja, 3-0, ja. 6-5. Ja. 1-1. Warte kurz. Ja? Ja? Ey, soll ich lieber durchfunken und telefonierst dann mit denen? Nee. Ist es nicht noch mehr Mindfuck? Nee, wir machen das mit vor Ort. Ich 3, kurz 7, sehe ich was Chefs. Jetzt vor Ort. Warte. Wir machen das mit Chapo. Wir sind ja gerade gut. Okay, also ihr legt jetzt, ihr lasst sie jetzt funken. Ja, genau. Sollten dann die wechseln, gebe ich euch den Funk und dann macht ihr das. Okay, perfekt, dann legt jetzt los. Alles klar. Jetzt sterbe ich mit dem guten Gewissen schon einmal hier zu sterben, ja. Hast du die Funknummer eingegeben? Hab ich. So, ganz kurz, mein Bruder, bevor du was sagst, Frau Bella, eben haben sie ein bisschen so geredet, wie sie möchten. Der Herr vor Ihnen wird Ihnen jetzt Stück für Stück die Sätze sagen.
Sie sagen den Satz, dann sagt er wieder einen Satz, den sagen sie eins zu eins, was der Herr sagt, ja? So Armstrong mit dem Update im Rücksetzpunkt. Nichts Eigenreingebrachtes ist das sehr wichtig. Abtransportiert, das Ganze verlagert sich ins LSMG. Für den restlichen Abend gilt erstmal Gefahrenstatus, so wie die letzten Abende auch schon. Ja, Gefahrenstatus machen wir auf jeden Fall erstmal bis 2 Uhr morgens. Langwaffenfreigabe ist jetzt erstmal nur für den Einsatz. Langwaffen bleiben aber auf dem Wagen und werden von CO und Supervisor für die Einsätze jeweils freigegeben, falls benötigt. Armstrong Ende. Okay, so. Wir werden jetzt einen Break funken, dass Frau Bellar am Funkgerät ist. Also soll ich wirklich Break sagen? Ja, halt so Funkpause, wie sagt man denn das bei euch? Ich habe keine Ahnung, ich funke halt, mal. Stopp, jetzt rede ich oder so. Keine Ahnung, auf jeden Fall, dass Sie gerade funken. Sie sagen Break, 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 alle zuhören, Funkstille. Hier ist Frau Bellar, genau das sagen Sie. Genau. Gut. Break, 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 Funkstille, hier ist Bellar, alle zuhören. Sie werden den Forderungen der Geiselnehmer nachgehen. Nochmal bei der Prüfung zurück, ja? Sie werden den Forderungen der Geiselnehmer nachgehen. Sie werden den Forderungen der Geiselnehmer nachgeben. Sonst wird zuerst Herr Wagner und dann ich umgebracht. Sonst wird zuerst Herr Wagner und dann ich. Das kannst du wieder auf dem Kanal ausmachen. Den ganzen Bums können wir uns sparen. Warte. Ihn, ja, ich krieg sofort den neuen Funk. Eine Sekunde, ich krieg eine Nachricht. Okay, alles klar. Ich sag dir nur Bescheid. Wir werden den Funk instant usen und dem du hör, meine zu, Ansage. Ich hab ihn. Okay, schreib mir den. 286. Der legt einfach auf. 286, ja? Ja, 286. Dann die 897. Alles klar, ich use den instant, ne? Hörst du Bescheid, weißt, weil hier kannst du nicht verhandeln mit Dubai. Alles klar, peace. Muss weder ihren Leuten noch den Leuten, für die ich es möchte, ist es möglich, für alle Dummen die Typen auf Vordermann zu bringen und sie gehen zu lassen in kürzester Zeit, Herr Dubois. Ja, was möchte ich denn von Ihnen seit 3 Telefonaten? Ich denke, ich habe Ihnen eben oft genug demonstriert, dass ihr riesen Lücken bei euch da habt. Ihr könnt den Funk so oft ändern, wie ihr wollt. Ich kann den, wenn ich will, jetzt wieder. Warte, leg mal auf, leg jetzt mal auf. Eco Sierra. Ja, für dich zur Information. Dann tun Sie mir doch den Gefallen. Gehen Sie mal dahin und finden wir raus, wie lange die noch brauchen würden. Das ist nur eine Frage. Weiß ich auch. Wir müssen Sie doch nicht. Sie müssen nur fragen, ey, er legt schon wieder auf. Okay, ist recht. Funk mal im Funk, die Bella, ich warte, mach den Fanfunk, die Bella funkt jetzt ein, ich funke, nee, ich funke, warte. Ja, ich funke jetzt so durch. Okay, perfekt, alles klar, ich höre zu. Aber er meinte, der guckt jetzt. Was willst du durchfunken? Warte. Ey, gib mir mal die Funkdaten, ich will das auch hören. Ja, schnell, 286. Warte. 286. 897. Okay. Alles klar. Ich gehe jetzt auf Seite. Das wird schon gehört. Sind wir. Ich grüße. Leider werden wohl anscheinend unsere Drohungen nicht wirklich für voll genommen. Herr Dubois, wir blöffen nicht, wenn wir sagen, das PD hat Lücken und wir bekommen jederzeit den Leitschirmfunk vom PD. Ich rate Ihnen, mit uns die Verhandlungen korrekt weiterzuführen, sonst werden Sie leider 2 Leichen von der Justiz auffinden. Viele Grüße. So, wie oft denn noch? Die Leute werden gerade behandelt. Es dauert so lange. Oh Junge, was bellt denn der so, Junge? Was? Ey, ich spuck auch. Beruhig dich, Kleiner, ja? Ich sag's denen. Beruhig dich, mein Kleiner. Was ist denn los? Bell doch nicht so viel. Hey, was macht ihr denn? Ja, wir haben permanente Kopfhunk. Ja, hey, was ist denn? Was geht da ab? Hallo? Haben die dir den Funk genommen? Alles, was wir jetzt machen.
Nope. Meint ihr, es besteht eine Chance, dass wenn wir die am Leben lassen, dass die irgendeinen Deal aushandeln kann? Also, ich sag dir, wie es ist. Du warst richtig abgefuckt. Gut. Also, meiner Meinung nach müssen wir Hansi, ne? Aber meint ihr nicht, dass er... Ist er so blutrünstig? Ist es das, was er will? Ich glaube schon, ja. Mhm. Wir werden ab jetzt die Fresse halten, ne? Ihr regelt das. Hallo? Ja. Wie, warst du dabei bei der Villa? Nee, ne? Ne, die MS-13 ist bei dir. Wir haben den Staatsanwalt. Und wir lassen den erst gehen, wenn das Ding hier durch ist, weil ich habe keinen Bock, dass die uns auf ominöse Weise finden. Perfekt. Bring den Staatsanwalt hier hinter zu den GTF-Jungs, die sollen sich ab jetzt um den kümmern. Der bleibt jetzt bei denen, ist eh egal. Nee, behaltet den einfach bei euch, der soll einfach zugucken. Ja, ja, ihr müsst mit dem reden, wir müssen uns jetzt ein bisschen raushalten. Die haben schon Witterungen aufgenommen. Und SWAT-Alarm ist auch raus. Ich habe eine Info bekommen, SWAT-Alarm raus ist. Ja. Und die funken nichts mehr, die haben komplett Funk abgebrochen, alles nur noch per Telefon. Die sind komplett am Ende, die sind tot. Macht das Beste draus, wir haben euch alles, sie mitgeholfen. Grüße. Kann zu den Herrschaften gucken. Und so raus. Wie sind die Namen? Wagner. Wagner, Mensch, da sieht man sich wieder, ne? War nochmal wer? Dötz. Dötz! Ah! Ja, Grüße, meine Sonne. Ja. Ja, kam wohl doch ein Richter ein bisschen früher, als du gedacht hattest, ne? Wie mein? Bishop, Jaden, Uwe, wo seid ihr? Hätte sitzen bleiben sollen, wenn so nicht kommt, hattest du das mir gesagt? Hallo Uwe. Oh, der Kollege, ne? Naja, du hast ihn ja bestärkt, ne? Das ist ja mein Job als Vorgesetzter. Oder würdest du das... Also keine Ahnung, als ich damals meinen Job gemacht habe und ich habe gemerkt, dass einer meiner unteren Officer Scheiße gebaut hat, habe ich ihn zur Seite gezogen und habe gesagt, hier mein Freund, so und so und so und so. Und dann hat er das richtig gemacht. Scheiße im Sinne von, wenn ich gegen die Vorschriften verstoße, ja. In dem Fall hat er ja nicht rechtswidrig gehandelt. Wenn ich sage, nein, das ist nicht so und ich handle dadurch rechtswidrig, ist ja auch nicht besser. Ja. Wir machen ja auch bloß unseren Job. Und mein Job war ja eben, ne glaub mir, ne, wäre das rechtswidrig gewesen, was der Kollege gemacht hätte, wäre ich eingeschritten. Das war überhaupt kein, ne, um Gottes Willen, jeder verdient die gleiche Behandlung, jeder Mensch ist gleich vor dem Gesetz. War es aber in dem Fall nicht. Möchte man meinen, dass jeder gleich ist, ne? Komischerweise habe ich so ein... wie ich da unten schon erzählt habe, ich die ganzen anderen kriminellen Schweine, die ich zwei Jahre lang gesehen habe, nie gesehen, dass die so behandelt wurden wie ich. Finde ich ein bisschen schade. Aber welche kriminellen Schweine jetzt? Ach, soll ich jetzt anfangen? Fängt von Hernandez Garcia an, über Spoon, über Abdullah Manchulu. Ja gut, da muss ich ja sagen, die hatten ja, ihre Hochzeit hat sich noch vor meiner Zeit, ne? Und ja, wie gesagt, das was ja unten in den Zellen abläuft, ne, wie die da unten behandelt werden, wer was zu essen kriegt und wer wann nur auf Toilette darf, das ist ja nicht der Job der Staatsanwaltschaft, das macht ja das PD und die Correction Unit. Aber das muss ich dir ja nicht erklären. Ja, aber das war nicht mein Problem. Auf Toilette durfte ich. Essen hatte ich auch. Achso, na gut. Aber ich finde es nur schade, dass ich da irgendwie festgehalten wurde, obwohl ich nichts. Also mir wurde halt irgendwie nichts vorgeworfen. Ja, ich bin auch erst ein bisschen später rein in die ganze Situation. Ne? Also ich hatte davon auch nicht ganz so viel planen. Ne? Da habe ich bloß kurz briefen lassen und habe gesagt, die Tatbestände werden vorgeworfen. Machen sie endlich alle nur ihren Job. Eben. Und das Gute ist, und ich mache jetzt nämlich meinen. Ja. Dadurch, dass ihr meinen Vorgesetzten das Leben genommen habt, muss ich seinen Job erfüllen. Siehst du, sind wir gar nicht so verschieden. Ich habe meines Wissens nach niemanden getötet. Ich sehe sie nicht. Sind ja auch noch hier. Ja. Und aber wo wir beim Thema sind, wo ist denn die Frau Miller? Das kann ich Ihnen nicht sagen. Die habe ich seit dem Gericht nicht mehr gesehen. Muss ich mal nachfragen, wo die ist. Wie gesagt, so verschieden sind wir anscheinend ja gar nicht, ne? Grüße. Alles nur Menschen, Herr Dötz. Sag mal, Das Paket. Wir haben da keine Lieferprobleme. Okay, auf dem Empfänger müsste Hans Henschel stehen. Das werde ich nicht mehr fangen. Also okay, ja top, ist gleich da. Ja, top. Alles klar. Bis gleich. Ach, man kennt's, man hat wieder die falsche Adresse aufgeschrieben aufs Paket. Ach, hey, Mine. Ja, passiert, ne?
Wo wurden Sie denn überhaupt aufgelesen, Herr Wagner, sagen Sie mal? Ich wurde am Gericht aufgelesen. Mit der Frau wieder zusammen? Ja, natürlich. Und natürlich ist das nicht. Nee, tatsächlich. Hatte sie Homeoffice die letzten Tage oder was war da los? Das kann ich Ihnen tatsächlich nicht sagen, selbst wir wurden nicht eingeweiht. Ah, okay. Also wir haben unser Ding weitergemacht, es hieß die ganze Zeit Bedrohungslage, Bedrohungslage, dann wurde sogar noch die Westenpflicht eingeführt, wo ich sage, diese SK1-Westen, die wir hier tragen, damit kann man sich den Hintern abwischen, wenn es jemand will, kann man uns damit trotzdem glauben umgehen. Glauben Sie mir, die halten einiges aus. Gut, ne? Also, ja, weiß ich nicht, wo sie dann war, also wir kennen das auch nicht, ich weiß auch nicht, wo sie dann hingebracht wurde oder wo sie hingegangen ist, keine Ahnung. Ich habe meinen Job weitergemacht, dann hatte ich ja selber noch Sachen, die mir vorgeworfen wurden. Ja. Das habe ich auch gehört, ne? Ja, ja. Wie läuft es eigentlich mit Ihrem Ermittlungstrupp? Was für ein Ermittlungstrupp? Wagner, hören Sie auf jetzt. Ja, was denn für ein Ermittlungstrupp? Ja, der Ermittlungstrupp gegen den Chief, gegen uns. Ein paar Wochen her. Da war ich nicht dabei. Also dieser Ermittlungstrupp ist nicht durch mich geführt worden und in der Maßnahme war ich auch nicht dabei. Achso, Sie waren da nicht mit dabei? Okay. Nein. Aber wussten Sie, oder wie? Ja, Ihr Name wurde mir auf jeden Fall genannt, dass Sie da mit dabei sind. Nee, aber ich habe bis heute nicht einmal die Akte gesehen. Das ist tatsächlich ein Irrglaube und daher kamen tatsächlich auch diese Vorwürfe gegen mich. Ich war in keiner Maßnahme dabei. Das war überhaupt nicht mein Ding. Ich habe bisher keine Kenntnisse, wer da irgendwelche Informationen hatte, wer es wem gegeben hat, wie es nun ausgegangen ist, keine Ahnung. Achso, davon weiß ich gar nichts, was da noch für eine Stammschau hinter dir. Ich weiß nur, dass es da einen Ermittlungstrupp gab, die wohl hinter den Chief ermittelt haben soll, weil der uns wohl engagiert haben soll, dass wir da die Serpents sind. Aber dadurch, Sie sind ja jetzt relativ nett zu mir, da ich bin ja jetzt kein Arschloch. Ich habe ja nichts persönlich gegen Sie. Ja, das beruht auf Gegenseitigkeit. Schön. Gib Ihnen da einen Tipp, falls Sie da vielleicht mal in der Karriereleiter ein bisschen steigen wollen. Wollen Sie mal lieber bei dem Auftrag, bei dem Herrn. Die 20.000, die ich erhalten habe, die kamen von ihm. Ja, wissen Sie, die Sache ist, ich kann jetzt rein theoretisch meine Zeit nehmen und kann ins PD fahren und anfangen, von jedem einzelnen Officer mir ein Profil zu erstellen und dann irgendwas rauszusuchen. Das ist aber nicht mein Job und wenn ich das machen würde, dann wäre ich übermorgen nicht fertig und würde wahrscheinlich komplett die Glauben an die Menschheit verlieren. Da wären Sie, glaube ich, in 2 Jahren noch nicht fertig. Ja, genau. Da würde ich wahrscheinlich komplett den Glauben an die Menschheit verlieren, wenn ich das machen würde. Ja, durchaus. Ich kann halt auch nur das bearbeiten, was ich bekomme. Und in meiner Position, die ich aktuell habe, und aufgrund dieser Position stehe ich eben auch hier, weil ich gesagt habe, lass den Azubi und den anderen Kollegen da und nehmt mich mit. Wegen dieser Position bekomme ich eben die ganzen Fälle, wo es zum Beispiel heißt, wir ermitteln jetzt gegen den Officer, wir ermitteln jetzt gegen den Officer. Und dass da dann im PD irgendwann gedacht wird, der Wagner, der geht nur auf Officer und der Wagner ist noch das und das, das kann ich mir ganz gut vorstellen, aber damit habe ich überhaupt nichts zu tun. Also die haben sich einen Namen gemacht, ne? Ja, aber einen Namen, der mir wahrscheinlich nicht lieb ist. Und es ist nicht das erste Mal, dass Maßnahmen, die ich gestartet habe, dann komplett nach hinten losgegangen sind und dann gegen mich ausgelegt wurden, wofür ich dann allerdings gar nichts konnte. Das ist, obwohl sie nur für Recht eintreten. Das ist korrekt. Ja, aber sie scheinen ja, dadurch, dass sie schon so viel erlebt haben, relativ gefasst die Situation hier ertragen zu können. Hoffe ich zumindest. Und ich hoffe, dass es dazu keinen weiteren Vorkommnissen kommt. Sie scheinen ja eigentlich ein vernünftiger Typ zu sein. Nun, danke auf jeden Fall dafür. Ich würde jetzt ja gerne wissen, mit wem ich spreche, aber das müssen Sie nicht, ist kein Problem. Sie müssen auch nicht das Kompliment zurückgeben. Ich glaube, dafür ist das vielleicht ein bisschen der falsche Augenblick. Ja, gut, ja, wenn Sie es so auslegen wollen. Aber natürlich gehe ich da an die ganze Sache gefasst dran, denn was soll denn jetzt, also wenn jetzt das gesagt wird, das ist jetzt mein Ende, dann ist das mein Ende und da kann ich machen, was ich möchte, ja, also dann verbringe ich lieber die letzten Atemzüge in der Naja, wenn Sie jetzt hier sagen würden, dass jegliche Straftaten, die im Raume dieser Sache sind, fallen gelassen werden, dann würde sich wahrscheinlich... Jetzt auch nicht, kann auch nicht das Gesetz verbiegen. Das Problem ist, selbst wenn ich Ihnen das jetzt hier unterschreiben würde, mit meiner Unterschrift, die im Vergleich zu einer Unterschrift von einem Chief of Justice oder von einem Vizeminister oder von einem Minister nicht mal das Klopapier wert ist, auf dem es geschrieben ist, dann... Ich kann Ihnen irgendwas versprechen, aber das kann ich am Ende eh nicht. Ja, das verstehen wir natürlich. Das verstehen. In so eine Situation wollen wir Sie auch nicht bringen. Aber Sie wissen ja, es gibt immer so bei einem Flugzeugabsturz 2 Arten von Menschen. Die einen, die sitzen da ruhig, versuchen noch irgendwie einen Brief zu schreiben. Und die anderen werden panisch und rennen da im Flugzeug rum. Ne? Und irgendwie Letzteres sind immer die unangenehmen Leute. Das Paket ist da. Super.
Richtige Adresse gefunden, der Bote. Wo ist denn die perfekte Szenerie, Freunde? Jetzt müssen wir uns hier doch mal ein bisschen umgucken. Wer hat denn ein Auge für Ästhetik und für Dramaturgie? Haben Sie eine Idee? Weil das wird ein Schauspiel. Was hab ich? Die perfekte Szenerie? Haben Sie eine Idee hier unten? Eine perfekte Szenerie kommt für... Ja, für was? Ja, wir überlegen uns ja, wir noch. Überlegen uns gerade, wo wir die jetzt hinstellen. Für die Vorbelagerung. Vielleicht sollten wir die Autos so positionieren. Ja, nehmen Sie es mir. Ich weiß, dass es Probleme gibt und ich würde mich ungern am Vergeltungsprozess an meiner Vorgesetzten beteiligen. Alles gut, ja, das verstehe ich. Jungs, jetzt schnell. Aber wir sollten loslegen. Die können halt oben reingucken, ja? Machen wir es wo einfach? Irgendwo hier? In der Mitte einfach, da in dem Licht? Da, wo auch wenn man es oben sehen kann, wen juckt's? Ja, also... Warte mal ganz kurz. Mal kurz zur Seite. Soll ich dir das Messer geben? Warum? Ja, du kannst ruhig zustechen, habe ich kein Problem mit. Ja. Ich würde es jetzt so machen, die Alte, die kriegt einen Stich, nachdem wir mit ihr kurz getalkt haben. Und der Waage, der kriegt ein Handy in die Hand gedrückt, der kann gerne noch versuchen, Medic zu rufen. Ich würde sonst Cops anrufen und sagen, es hat einen Mord gegeben. Würde ich noch durchfunken? Oder ist das schon... Ach, shit. Ich würde einfach dem Wagner das geben, dann soll er sich unten kümmern. Dann können wir den hier gleich stehen lassen, wie verpissen hat. Ja. Messer oder soll ich Kugel für Kugel? Ich hab einen Schalldämpfer, Messer. Wenn du willst. Willst du den haben? Ich hätte Messer. Eine Pistole? Nehmen. Ja. Lass es mein Messer. Ich würde auch Messer. Auf. Nimm Messer. Nimm Messer. Ja, dann machst du Jay. Keine Ahnung, wieder. Ich bin nicht so der Messermann. Ich hab ein Messer. Oder hast du ein Kampfmesser da? Hast du ein Messer? Ich hab ein Klappmesser. Hallo. Wo ist denn die Dame? Ach, da ist sie. Ey. Ja. Ich hab, ihr, wenn ihr Bescheid wisst, ich hab da halt voll viel Smalltalk. Aber dann machst du die Anrede, oder? Ansprache, ja? Mal kurz. Voll viel Smalltalk gemacht und so ein bisschen geblufft und so. Die meinte, was kann ich dafür tun, dass sie ihr mich gehen lässt? Hab ich gesagt, ich wurde bezahlt. Bieten sie mir mehr, dann mach ich das. Dann meinte ja, sie, wir müssen, okay, lass schnell, weil die sehen sind mir zu viele Sirenen. Also Jungs, für euch, ne, wir machen das mit ihr und dann ziehen wir Lappe. Ja. Okay. Aber gründlich, ne? Wo ist denn der Staatsanwalt, der soll zugucken? Dann kann die Postboten gesagt, schon mal kommen. Herr Wagner, Sie können ruhig dazukommen. Gesagt, wir sollen die genau. Herbringen. Ja, ich rede in Ordnung. Alles gut. Und wie ist es? Wie war Ihr Abend? Die Jungs haben sich alle Mühe gegeben, mich zu behalten. Na, das ist doch was, ne? Ein bisschen Aufmerksamkeit. Scheinen sehr drauf zu stehen. Also unsere letzten Abende waren nicht so schön. Ja, wissen Sie warum? Ich. Ja, das weiß ich auch. Echt? Erzählen Sie mal. Also ich kann es mir zumindest denken. Wie sind Sie los? Ich vermute mal, es hat was mit der Situation zu tun, die sich jetzt schon so 2-3 Tage zieht, oder? Indirekt. Sie wissen ja, dass wir auf der Suche nach Ihnen waren, oder? Ja, das weiß ich. Und ja, Sie haben immer wieder Telefonate geführt, oder? Ja, das habe ich auch. Aber irgendwie kam es nie zu einem Treffen und wir waren dazu gezwungen, auf die Straße zu fahren und Sie zu suchen. Und wissen Sie, was dabei passiert ist, während Sie sich versteckt haben? Das weiß ich. Sie wissen, dass wir einen unserer engsten Freunde verloren haben. Das weiß ich. Und ich habe auch gestern mit einem von Ihnen geredet und gesagt, es tut mir leid. Ich wollte nicht, dass das passiert. Glauben Sie mir. Hätten Sie das nicht gewollt, hätten Sie sich an unsere Absprachen gehalten, die wir getroffen haben in den Weinbergen. Verdammt nochmal, ich habe mit ihm telefoniert. In dem Moment, in dem er nicht mehr rangegangen ist, war es wahrscheinlich schon zu spät. Ich wollte mich mit euch treffen. Ja, Sie hätten einfach sich an Ihre Abmachung halten müssen in den Weinbergen, als Sie gesagt haben, dass Sie sich aus allem raushalten, dass wir auch von Ihrer Seite aus nichts erwarten müssen. Was erfahren wir? Dass Sie maßgeblich dafür verantwortlich sind, dass einer unserer Leute dort unten verurteilt wird, Fußfesseln bekommt, aufgrund Ihrer Aussagen. Moment, ich habe überhaupt nichts ausgesagt. Wo ist Nate? Ich habe gesagt, das war für mich ein Treffen. Fertig. Ich habe nie irgendjemanden belastet. Wo ist Nate? Ich habe noch Kontakte bei der Polizei, dann frag die. Grüße, mein Lieber. Grüße, ne? Sag mal, hast du nicht eine Strafe bekommen, weil sie ausgesagt hat, worüber wir mit ihr eigentlich gesprochen haben? Ja, richtig. Mit meinem verliebten, vertrauter Polizistenfreund, ne? Mir gesagt, dass ich deswegen
wegen ihrer Aussage bestraft wurden wegen der Freiheitsberaubung. Und das ist ja nicht das erste Mal, dass hier irgendwie ein paar Sachen ein bisschen merkwürdig sind. Nein, Moment, Jungs. Wenn Sie schon die ganze Geschichte auf den Tisch bringen, dann auch richtig. Warum sind Sie denn verurteilt worden? Ja, einmal wegen der Freiheitsberaubung. Late. Vorne. Einmal wegen der Freiheitsberaubung am Tower. Das meine ich nicht. Was für eine Art von Verhandlung war es? Ja, Kurzverfahren. Und ich habe auch gesagt, dass ich nicht dabei war. Aber mir wurde ja direkt geraten, dass ich zusagen soll, weil wir haben Aussagen. Also nochmal. Und das kann nur jemand ausgesagt haben. Ich habe gesagt, es war für mich ein normales Treffen. Ich sehe da keine Problematik. Genauso wie Sie auch nicht den Chief unter Druck gesetzt haben, dass er die Maßnahmen gegen uns anziehen soll, richtig, haben Sie natürlich auch nicht gemacht. Warum erfahren wir denn immer von Seiten der Exekutive Gegensätzliches zu dem, was Sie uns erzählen? Weil die mich genauso hassen wie Sie. Glauben Sie ernsthaft, dass irgendeiner von denen mich beschützen wollte? Warum haben Sie mich denn heute im Gericht bekommen? Glauben Sie uns, keiner von uns hasst Sie. Es wäre... Na, würde ich abstrus, nicht so behaupten. Es wäre abstrus, dass wir ihnen gegenüber irgendwelche Emotionen empfinden. Und das, was dort passiert ist, am Hauptquartier, wo einer von uns gegangen ist, liegt maßgeblich an ihnen, dass sie die Abmachung nicht gehalten haben, dass sie die Gespräche oder das Gespräch herausgezögert haben, dass sie sich versteckt haben. Fragen Sie Wagner, der war dabei, glaube ich. Wenn wir dir so einen Kopf werfen mit dem, was die ganze Zeit war, mit Feuerstein, dem MD. Mach alles aus. Wenn nicht jetzt, dann nie. Keine Entführung, keine Freiheitsberaubung. Deswegen standen wir dort auch in dem Gang und haben gesprochen, der Kollege und ich. Wir haben uns dann auch dafür entschieden. Wissen Sie, was das Schöne ist? Um hier zu stehen, muss ich nicht mal jemanden anklagen. Wir sind hier nicht vor Gericht. Darum geht's auch nicht. Es geht um die Wahrheit. Und Ich weiß nicht, ob es hier um die Wahrheit geht. Sie wissen doch, wie ein Kurzverfahren funktioniert. Dann wissen Sie auch, was die Voraussetzungen sind. Das ist hier eher so wie so ein Direktverfahren. Das ist hier eher ein Direktverfahren. Wo war denn die Wahrheit mit dem Drogen im MD, wo Sie mit beschuldigt wurden? Ich bin nicht beschuldigt worden, Drogen zu nehmen, sondern eine dumme Aussage gemacht zu haben. Das ist geklärt worden. Okay, warum sagen dann gewisse MD-Mitarbeiter, die dabei waren, dass sie ab und zu mal gerne mit den, wie soll ich es jetzt beschreiben, immer gerne einen Joint mitgeraucht haben. Fragen Sie es FAB, die haben einen Drogentest mit mir gemacht. Ist ja auch unerheblich. Okay. Frau Bellar, wir sind nicht hier vor Gericht, weil wir jetzt hier irgendwelche Aussagen oder sonst was aufnehmen. Letztendlich gelten für uns wenige Prinzipien, aber die gelten und wie die gelten. Wir haben einen unserer langjährigen Freunde verloren. Und das ist nicht umsonst gewesen. Er hatte ein einziges Ziel. Und das ist mein Versprechen, was ich Ihnen hiermit einlöse und was hiermit eingelöst wird. Dieses Ziel ist hier und heute erfüllt. Ich glaube, wir sind, was das Sprechen angeht, fertig mit Ihnen. Vielleicht haben Sie dennoch noch ein letztes Wort, zwei, drei, einen Satz. Ja, vielleicht sollten Sie auch in den eigenen Reihen fragen, was die Leute so erzählen, wenn sie nicht dabei sind. Werden wir machen. Danke für den Rat. Gut. Und Herr Wagner, ich wünsche Ihnen eine angenehme Restwoche. Oh, Pilar. Ich will mir kurz meine Maske noch ab, damit Sie mich sehen, ne? So. Wie war das Sprichwort nochmal? Blut für Blut. War das richtig? Das weiß ich nicht. Ah, wie gesagt, ne? Wie hören Sie? Ja, war so richtig. Sangre por sangre. Lass den Wagner hier. Björn Zenschel. Sangre por sangre. Unsere. So. Jo, sind wir alle? Alle da, ja. Gut. Ich lasse die Bühne drüber. Wunderbar. Erstmal an allererst, ich hoffe, dass es allen gut geht. Mason, du warst verletzt. Passt soweit? Ja, ist gut. Melly, sie genauso, Ming genauso. Jeder von euch hat es mitbekommen, die letzten Tage, die Situation mit der GTF. Anscheinend schließt sich nun Suarez und auch MS-13 den ganzen noch an. Die Ballers auch. Gut, wenn die Lila-Idioten da der Meinung sind, auch noch mitspielen zu müssen, soll das sein. Ich muss zugeben,
dass die aktuelle Situation meiner Meinung nach für den Streifendienst und für das PD kaum noch zu handeln ist. Ich danke einem jeden von euch für euren extremst harten und guten Einsatz. Ihr riskiert jeden Abend euer Leben. Genauso wie auch die anderen Officer. Ich möchte an dieser Stelle noch zwei Dinge ansprechen. Erstmal die aktuellen Korruptionsgeschichten. Dass unsere Funkfrequenzen rausgegeben werden, permanent irgendwie Leute unseren Funk haben, die diesen nicht haben sollten. Das ist für das PD, für den Zusammenhalt im PD maximal schädlich. Ich bin zu 100% davon sicher, dass keiner aus dieser hier anwesenden Runde diese Funks rausgibt. Das bedeutet nicht, dass jeder, der nicht in dieser Runde teilnimmt, dass ich denen nicht voll vertraue, aber alle, die hier jetzt aktuell sind, da bin ich mir sicher, dass niemand diesen Funk rausgibt. Das schließt auch eindeutig mit ein, und das ist eine Sache, die ich gerne zusammen mit Cooper verkündet hätte, bloß aktuell im heutigen oder in der aktuellen heutigen Situation möchte ich es einfach alleine machen. Es ist in den vergangenen Tagen mehrfach aufgekommen, dass es irgendwelche Verdächtigungen in Richtung von Detective Ming gibt. Sicherlich, vielleicht sind in den vergangenen Tagen Situationen entstanden, die diesen Anschein erwecken kann. Allerdings stehen Cooper und ich zu 100% hinter Ming und er hat zu 100% unser vollstes Vertrauen. Kommst du? Jo. Dann geht dir dein Paket. Brauchst du mich sonst noch? Ja, komm gerade noch mal mit. Ja, Küt, ich sag dir, wie es ist. Bist du weg vom Fenster, geht der Funk nicht raus. Bist du wieder da, geht der Funk raus. Grüße. Und was habe ich damit zu tun? Sag du es mir. Ich habe damit nichts zu tun. Du bist tatverdächtig. Verstehe ich. Du bist hiermit suspendiert. Solange, bis die Sache geklärt ist. Solange Funk rausgeht. Nein, alles gut. Bin ich bei dir. Verstehe ich. Ist in Ordnung. Mach das ruhig so. Sehr schön. Und wenn du nochmal... Ich grüße dich. Grüße. So. Wie soll ich anfangen? Ich mach's einfach. Ja. Ich leg meine Marke hier hin. Meine komplette Ausrüstung werde ich dir geben. Ich möchte hiermit kündigen. Und somit geht auch die letzte Informationsquelle von der GTF. Willst du mich verarschen? Nee. Die letzte Informationsquelle. Das heißt, du hast es rausgegeben, oder was? Das kannst du dir aussuchen, was ich rausgegeben habe. Ich habe dich überall, in jeder Situation verteidigt. Jedem Zeitpunkt ging. Und dafür gesorgt, dass alles... Und jetzt sagst du mir, dass du Informationen rausgegeben hast, oder was? Es werden gerade so viele Leute verdächtig und so viele Leute suspendiert. Die werden dafür sorgen, dass es danach wieder funktioniert. Oder wir können das PD gleich auflösen. Also, das wird nicht permanent sein. Das kann es nicht. Und wenn ich die Leute dazu zwinge, entweder, dass sie da transparent sind und mit jedem in vollem Umfang zusammenarbeiten und jedem auch gegenseitig vertrauen. Ansonsten, wenn da irgendjemand einen kleinen Mucks machen sollte, werde ich die Leute dann nicht mehr im Dienst haben. Wie gesagt, ich kann dir nur sagen... Aber, ja. Mit den Maßnahmen nimm, schon treffen. Ja. Brauchst du nicht. Wie gesagt, nimm das, was ich gesagt habe, einfach. Und dafür brauchst du keine andere Officer suspendieren oder kündigen oder sonstiges. Ja. Gut, es hat mich immer sehr gefreut, Ming, auch wenn ich es sehr, sehr schade finde. Aber soll man machen, nicht aufhalten. Okay. Wenn es irgendwas sein sollte, kannst du mich kontaktieren. Werde ich machen, ja. Du bist der Erste, der das mitbekommen wird. Du bist auch der, ich hoffe, der Letzte. Ich hoffe, du behältst das bitte erstmal für dich, bis es offiziell ist.
Ich habe gerade gekündigt. Und ich habe gerade auch dem Chief darum gebeten, dass er dir einen Grüße. Wir gehen mal rüber. Dass er dir einen vernünftigen Detective an die Hand gibt, damit du die Ermittlung weiterführen kannst. Ich wünsche dir und den anderen natürlich viel Erfolg weiterhin im PD. Und ja. Setz mal kurz deine Brille ab, bitte. Warum? Nein. Angenehme Restwoche. Angenehme Restwoche dir, ne? Lass euch. Ja, was mir jetzt noch eingefallen ist, viele haben sich ja gefragt, ne, warum ist, macht die MS-13 das, warum macht die Wachzugriss das? Ich kann jetzt nicht die letzten zwei Jahre AP mit denen aufzeigen, aber Hernandez hat das ziemlich gut zusammengefasst. Ich hänge das einfach mal hinten dran und ja, hört euch an. Also, was wurde geschrieben? Ja, genau, weil der Ex-Cop zwei Jahre mit denen zusammengearbeitet hat. Das ist tatsächlich das Richtige. Das ist die richtige Message dahinter. Weil die GTF hat eigentlich dafür gesorgt, als oberstes Ziel, dass die Gangs, Kartelle und so, ne, die Füße stille halten und haben vermittelt, wenn was nicht funktionierte. Und man kann nicht sagen, also korrupt sind sie auf keinen Fall gewesen, aber sie sind halt, sagt man, wie du mir, so ich dir Prinzip. Und dadurch hat sich halt auch in der Unterwelt so eine Verflechtung gebildet. Ne? Nikolas,